Oh mein Gott, das reicht halt nicht mit den Fließbändern. Ich dachte, ich kriege das Ding noch fertig. Aber nee. Spätestens jetzt geht er aus. Ja, wobei, vielleicht. Naja, wobei 22 reichen nicht, oder? Ah! Vielleicht doch. Doch, könnte reichen. Doch, das reicht. Aber gerade so. 7 Fließbänder noch. Alter, das ist so brutal. Alter, diese Fläche. Und das nur für Öfen, für Eisen. Ist das krank. Okay. Alles klar. Vor allem das Problem ist ja noch, ne, wir müssen erstmal noch gucken, was wir mit den Öfen anders hinkriegen, weil bis wir Lichtbögenöfen haben, müssen wir noch irgendwie Kohle mit einbinden hier, ne? Also noch einen provisorischen Bau dran setzen. Das wird ekelhaft. Und da weiß ich ehrlich gesagt noch nicht genau, wie ich das machen soll. To be very honest. Jetzt gehen wir erstmal ganz kurz hin. Und ich glaube tatsächlich, dass ich jetzt für heute echt aufhören würde, zumindest. So nach gefühlmäßig, weil wir jetzt fast 5 Uhr morgens haben. Und bevor ich jetzt die Ofenanlage und den Strom komplett planen, würde ich es, glaube ich, echt so kurz stehen lassen. Oder? Ah, Bock hätte ich ja schon gerade noch ein bisschen, ne? Ja, wir müssen jetzt die Stromanlage versetzen und dann hier die Dinger hinklatschen. Wir können auf jeden Fall den hier wieder einpacken, weil der war leider zu weit vorne. Also weg damit. Ha, ich mache noch ein bisschen weiter. Aber nicht viel. Vor allem brauchen wir gleich ganz kurz ein bisschen Landausschüttung wieder. Die zum Beispiel. Ha. Ein bisschen habe ich ja noch. Ach lol, das war richtig. Ja, wo setzen wir den Strom jetzt eigentlich vorübergehend hin? Weil den Platz hier brauchen wir jetzt erstmal. Da? Weil das Erz könnte man vielleicht auch noch gebrauchen, würde ich sagen, der Strom ist vielleicht da. Wobei, dann ist es halt sehr nah unten dran, werden wir angegriffen. Hier rechts ist halt das da, ist auch nicht schön. Da vielleicht. Oder halt da oben links irgendwo. Das ist auch direkt die Munitionsproduktion, also eigentlich. Aber das sind halt die großen Nester, weißt du? Das ist halt das, was mich stört. Ich weiß es nicht, ist ja eh nur vorübergehend. Weil wirklich krass, Strom brauchen wir aktuell nicht, ne? Eigentlich recht sogar, wenn es nur tagsüber läuft, ne? Weil wenn wir eh nur die hier, die ganzen Türme, die Steinproduktion links und hier den Stahl. Alles andere benutzen wir doch eh noch gar nicht. Deswegen können wir eigentlich erstmal eine Solaranlage hinplatzieren und die richtige Anlage mit Strom müssen wir eh woanders hinsetzen. Oder nicht? Dann können wir nämlich erstmal abreißen und die dann wann anders planen, weil auf Strom habe ich jetzt gerade im Moment nicht viel Lust wie auf den anderen Kram. Dann würde ich sagen, gehen wir mich hier hin und tun uns ganz kurz die ganzen Solaranlagen. So. Und planen da mal ein bisschen. Oh, warte mal. Die brauchten doch auch Akkumulatoren, oder nicht? Fuck. Aber die kann ich mir, glaube ich, eh nicht leisten, oder? Ja, die kosten eh Batterien, da brauchen wir wieder Öl für. Wir probieren jetzt mal kurz aus, was passiert, wenn wir die einfach so setzen. Da ist natürlich das Ganze, ich würde natürlich auch unten anfangen, ne, bündig mit den Schienen wieder. Die sind auch 3 breit, oder? Na, natürlich. Okay, wenn die auch 3 breit sind, dann können wir die natürlich auch hier nach links ziehen. Da müssen wir natürlich jetzt kurz gucken. Einmal das hier machen. So. Das heißt, da wäre der Eckpunkt, wo es anfangen müsste. Damit ich auch ein bisschen Abstand zum Rand halten wegen dem Boden, müsste es da starten.
Na, wenn wir rein von der Ordentlichkeit her gehen. So. Jetzt ist das Ding. Wir haben ja keine Akkumulatoren, ne? Ungünstig. Müssen wir eh noch irgendwo noch umbauen. Das sind jetzt 9. Machen wir erstmal mal einfach so rein mit Strom. Machen das später einfach hübscher. Jetzt geht es erstmal darum, dass wir halt ein bisschen Strom zur Verfügung haben, weißt du? Wenn es jetzt nicht mehr anders was reichen sollte, dann werden wir es halt gleich nochmal. Müssen wir den Strom halt umsetzen. Geht ja da nicht anders. So können wir die Solarpanel eh nicht setzen. Wir müssen natürlich noch die Akkumulatoren später mit einplanen und alles. Aber es kommt ja erstmal noch. Das war gut. Aber es sind schon einige Solarpilze, die wir hier haben. Also optimal. Das waren jetzt 100, ne? Wie viel habe ich noch? Heftig, ey. Oder sind Akkumulatoren so wichtig? Weil eigentlich brauchen wir die halt, um Strom zu speichern. Zum Beispiel von den Solaranlagen. Aber brauchen wir die unbedingt? Weil wir eh später auf Uran so gehen. Und nachts über können die ruhig bald mit dem Kraftwerk ballern, weißt du? Dass sobald dann Nacht wird, dass dann die Kraftwerke anfangen zu pumpen. Und tagsüber halt die Kraftwerke aus sind. Ist zwar dann nicht absolut optimal, aber... Müsste doch eigentlich reichen, oder? Und wieder Holz, war ja klar. Auch noch so viel Holz, ey. Ekelhaft. Naja, dann halt weg mit dem Holz, mit dem Wald. Hab wenigstens Inventarplatz, also passt alles. Ich hoffe, mit den Solarpanels ist jetzt auch eine gute Idee gewesen. Wäre jetzt halt komplett dumm, wenn es nicht klappen würde jetzt, ne? Vor allem, ich plane gerade alles so groß. Ich hoffe, mit dem Strom kommen wir überhaupt noch klar dann, ne? Ja gut, mit Strom kann man ja immer anpassen, ist ja kein Problem. Im Notfall machen wir halt einfach 10.000 Kraftwerke oder so, ist ja alles halb so wild. Heißt denn eigentlich Kraftwerk? Dampfmaschine. Okay. Kommt für mich das Gleiche raus, scheißegal. Ja, die können wir kurz wegmachen, weil die brauchen wir nicht mehr. Weil zum Abmessen. Das haben wir jetzt erfolgreich geschafft. Zack. Aber es sieht schon mega ordentlich aus hier, oder? Also ohne Witz. Ist schon geil. Das heißt, in Betrieb zu nehmen, ich sag's euch, das wird so satisfying einfach. Gleich ist er weggerodet, der nächste Teil des Waldes. Ich meine, Wüste ist zwar ein bisschen scheiße so zum Starten eigentlich, hat natürlich auch Vorteile. Aber ich bin halt echt überlegen, ist es besser gewesen, im Wald gespawnt zu sein oder in der Nähe vom Wald, dass man halt die Umweltverschmutzung nicht hat oder lieber so wie wir als in der Wüste zum Bauen eher praktisch. Ich glaube, Wüste ist tatsächlich für mich eher doch ein bisschen praktisch, weil bis auf den Anfang haben uns die Monster eigentlich jetzt nicht so genervt, ne? Also die ganzen Viecher, die Beißer und so. Oh. So, jetzt können wir den Strom noch eben zu Ende ziehen.
Ist auch geil, ne? Wir vernichten die Natur, um grüne Energie zu bauen. Ja, gut. Meine Güte, sind das viele. Das sind nur die letzten jetzt auch, ne? Ja, erstmal beschweren. Ich will mir kurz eine Sache testen. Rein und aus Interesse. Und zwar nehmen wir uns kurz die hier mit. Und setzen die da kurz neu. Aha, dann sieht man schon, was ich mal mit dem Problem so. So, wären wir zu nah dran. Okay, dann ist die Reihe auf jeden Fall eh eliminiert. Ja, irgendwann müssen wir das eh nochmal neu bauen mit den Solaranlagen, dass wir erstmal nur für Strom kriegen. Wie viel haben wir denn jetzt eigentlich? 20... 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 230, 240, 250, 260, 265. Ne? Ja, dann 265 mal 60 kW müssten 15.900 kW sein. Wie viel haben wir hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16. 16 davon. 16 mal 900. Das sind 14.400. Das heißt, jetzt müssen wir mit den Solarzellen sogar mehr Strom haben als die ganzen Dampfmaschinen zusammen. In der Theorie. Na, die können wir immer da durchziehen. Passt ja. Ja, das dachte ich bestimmt, dass das nicht funktioniert. Dann müssen wir die eben so durchziehen. So, nach oben hin, wir sind dahin. Wir versuchen das größtmöglich halt so mit dem Laufen zu machen. Ja, dachte ich mir schon. Um die Zeit zu sparen. Optimal. So, und da wird's nicht mehr so manuell. Ach ja, stimmt, ist wie mit Rohren, da kommt man nicht durch, ne? Ach ja, da war ja was. Ah, geht aber doch relativ schnell. Alles easy. Haben wir zwar nur tagsüber Strom vorerst, aber... ist doch auch okay. Ich habe nur Solar umsteigen, ist glaube ich echt schwer. Ich glaube, das geht auch gar nicht, weil... guckt euch einfach mal die Masse an. Das könnte man mit so einer kleinen Anlage an Dampfmaschinen einfach... genauso hinkriegen. Ist das so nice to have, aber wenn du das nicht in einem extrem gigantischen Maße planst mit den Solaranlagen, also wirklich gigantisch, ich glaube, dann lohnt es sich gar nicht wirklich. Ich meine, jetzt diese Fläche hier macht gerade mal ein paar kleine Maschinchen da zum Ausgleich. Das ist halt echt krank. Ja, und von hier aus ziehen wir sie mal eben nach oben. Ja, danke. Und dann nach oben.
So, jetzt noch nicht Strom. Aber jetzt kommt der ganz, ganz große Knackpunkt. Und zwar nur noch tagsüber. Oh, jetzt steigt der Strom aber gigantisch. Mal gucken, wie viel er gleich steht. Müsste eigentlich dann 15.900 sein, wie ich ausgerechnet habe, ne? Wenn alles funktioniert. Ach, lol. Ja, wenn alles funktioniert hat, dann ist es eigentlich. Ja, wenn es funktioniert hat, ne? Und man nicht sich dumm anstellt und das verkackt. Weil, rate mal, was ich vergessen habe. Die 5 da hinten. Ja, wenn wir hier so eine richtig große Solaranlage reinquetschen, dann. Das bringt schon auch Strom. Und wenn es halt nur so ein Business, den wir uns sparen, ist auch gut. Oh, er steckt immer noch. Krass. Ja, den ganzen Überstrom hätten wir jetzt eigentlich in Akkumulatoren speichern können. Ja, also. Akkumulatoren sind schon relativ wichtig, ich geb's dir zu. Müssen wir irgendwann gucken, wie wir es am besten machen. Aber jetzt können wir unsere alte Stromanlage endlich abreißen. Es wird Zeit, alter Mann. Sie dürfen gehen. Ja, dann weg damit. Ja, das dachte ich mir schon, dass das passiert. Weil ich immer zuerst die Sachen abbaue und nicht die Greifarme, ich Vollidiot. Jedes Mal. Das kann ganz weg hier, die Reihe. Vorerst. Ja, bis dahin. Dass wir hier schon mal Platz haben überall, ne? Wobei wir den hier eigentlich nicht brauchen. Egal. So, und jetzt noch die Kohlelinie weg. Okay, Platz haben wir noch, alles gut. Und dann geht's endlich nach oben hier. Und dann können wir gleich nach rechts gehen, den Rest der Kohle wegmachen, die Kohle kurz wegpacken und dann weiterbauen. Aber jetzt sind wir schon voll. Lol. Ja, ein bisschen mehr erhofft. Lass mal ganz kurz gucken. Strommäßig, wie sieht's da aus? 15,9! Booyaka! Mathematik ist was Feines. Strom ist schon heftig. 265. Geil. Mehr Kohle. Din. Vor allem schon wieder 300 Fließbänder im Winter, einfach weil wir die ganzen Sachen abreißen. Vielleicht müssen wir noch die ganze Fläche freiräumen, links aufschütten. Boah, Junge, Junge. Holz haben wir wieder auch super viel im Winter. Alles weg. Wir haben schon fast den ganzen Dings davon voll. Krank. Und geradeaus. Ja, die Kohle nehmen wir kurz mit den Waggons. Die können wir vielleicht immer noch gebrauchen. Du. Boah, hör auf rum zu düdün. Okay, dann machen wir kurz den Weg frei. Weil hier müsste ja eigentlich alles ein bisschen cleaner werden. Heißt, das Ding muss auf jeden Fall weg. Ja, hab's doch verstanden. Ach, es geht nicht, ja? Dann halt so. Okay. Easy. Wir verbinden noch ganz kurz die hier, damit wir es auch feststehend haben. Na, klar. Lol. 1, 2, 3. Ah, nee, lol, ich bin komplett dumm. Ich wollte gerade schon sagen, irgendwas passt hier nicht.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, alles wieder gut. So nämlich. Ich dachte gerade schon so, what the fuck? Ich hab mich jetzt nicht um einen verzählt, oder? Das wäre so übel gewesen. Na, nee, so passt das auch schon. Optimal. Dann auf der Höhe muss natürlich alles weg. Der muss noch zwei höher. Das wäre dann die Höhe, die ich haben möchte. Jetzt können wir ganz kurz den Ofen ansetzen. Der wäre dann da. Da. Oh, das sind Felsen. Oh mein Gott, die habe ich nicht gesehen. Ja, die sehen halt genauso aus wie der Untergrund. Das ist doch frech. So. So. Reihe für Reihe gehen wir hier durch. Bis jetzt passen alle Ratios, sag ich schon, alle Rechnungen noch. Oder Zählungen, besser gesagt, in dem Fall. Ich find's übrigens Wahnsinn. Im Hintergrund haben wir die ganze Musik erlaufen, ne? Ich bin mittlerweile bei, in der Playlist bei Überlied 350. What the fuck? Da kann man erstmal sehen, wie viel wir eigentlich Musik im Hintergrund hören. Krass. So, bis hierhin. Sehr schön. Dann kann das hier noch kurz aufgeschüttet werden. Ist jetzt ja irrelevant. Und die Munition kann weg. Munition ist nur ein bisschen traurig, weil die wird jetzt extrem viel Platz einziehen. Und wir hätten das Ganze mal extra hier außen rum gemacht, ne? Ach. Und haben es im Endeffekt nie genutzt, ne? Richtig traurig. Naja, kurz ein bisschen unsauber lösen hier, aber wird schon. So, dann das Ding hier komplett kappen. Genau. Das Coole ist, jetzt macht das Strom keine Umweltverschmutzung mehr. Ne? Jetzt müsste es eigentlich auch wieder zurückgehen. Zu geil. Produzieren wir eigentlich noch irgendwas zu Hause? Ne, guck mal, der ist langsam. Der ist voll. Der ist fertig. Das heißt nur noch der hier. Okay, der hier natürlich. Aber ich glaube, ansonsten war es das ja auch, ne? Dann ist hier wieder alles still. Cool. So. Ey, die Fläche war ganz schön schnell frei hier. Wahnsinn. Perfekte Ofenfläche eigentlich. Kurz checken. Ist richtig. Ja, und da haben wir dann halt zwei Bikenreihen nebeneinander. Aber das ist vollkommen fein, wenn es dafür symmetrisch ist. Sehr schön. Die kommen natürlich auch nochmal ganz kurz weg hier. Was ein Gigant, den wir hier haben, ey. Es ist so traurig, ne? Es ist nicht mal so lange her, nur ein paar Tage für mich und für euch gerade mal... Okay, ein paar Folgen. Als ich diesen Kack gebaut habe, ne? Und jetzt reißen wir den einfach ab. Ja, ich weiß nicht, ob wir noch viel weiter müssen. Ja, die gehen uns jetzt auch langsam aus. Das war's. Wo ist eigentlich meine Karre? Wow. Ah, zum Auto ist es kürzer. Okay. Ich war gerade schon echt überlegen, wo ich da oben hingehe. Alter, ist das ein Riesenkomplex hier. Holy shit. Aber eins können wir schon mal sicher sagen. Das wird erstmal lange an Eisen reichen. Wahrscheinlich so die ersten drei Flaschen, vier Flaschen fertig. Ja, Eisen ist leider immer leer.
Aber bevor wir jetzt noch ganz oben links fahren, holen wir ganz kurz hier den Scheiß da raus und gehen wieder. Lol. Hätten wir jetzt Akkumulatoren, ey, wir könnten die so krass aufladen, ne? Naja. So, dann da hinten kurz hinfahren. Oh, das ist natürlich nicht symmetrisch jetzt so, ne? Der wäre es fast gewesen. Aber wenn die Fließbänder halt komplett nicht im Sync drin, weißt du? Da wäre scheiße noch was drauf, komm. Ganz ehrlich. Das eine oder das andere, und da finde ich den Zug und die Fließbänder doch wichtiger als die Anlage selber. Ja, auch noch eben. Wie viel brauchen wir noch? Achso, lol, wir brauchen das alles hier hinten noch, lol. Okay. Das wird nicht reichen, oder? Und aus. Naja, für ein paar reicht's. Ja, und die letzten zwei Reihen passen hier gerade nicht hin. Warte, erstmal kurz die Dinger wegbomben. Die Felsen wegmachen. Ah, ist noch einer im Weg. Ich kann hier jetzt vom Untergrund nicht auseinanderhalten hier. Ja, guck mal, das sind nämlich alles keine Steine, so frechen, aber das da oben ist einer. Hm, klar. Dann holen wir uns mal ganz das Land auf Schüttung, ne? Alter! Oh, guter Wurf. Erstmal selber auf die Schulter klopfen. Wie sie es gehört. Oh, wir sollten keinen Strom. Ach so, klar, es ist Nacht. Da gibt's ja keinen. Nee, warte mal. Müsstest du doch eigentlich. Noch haben wir. Ach, da ist die Verbindung weg. Ja, lol. Klar. Ja, die müssen wir natürlich ganz kurz fixen gehen. Aber erstmal machen wir ganz kurz die Ofenreihe fertig. So, hierhin. Kurz aussteigen. Landaufschüttung. Ich weiß jetzt gerade leider nicht genau, wie viel wir da noch brauchen. Wir machen es einfach mal so hin. Okay, also... ab da hoch. Okay, ich verstehe. Also... so. Das sollte eigentlich erstmal reichen. Zumindest für Eisen. Für Kupfer noch lange nicht. Da kommt nicht nochmal die ganze Anlage daneben. Ha! Lol, das ist viel zu groß. Passt schon. Das wäre unsere Eisenanlage. Input und Verarbeitung. Der Output fehlt noch. Alter, was? Guckt euch an, ey, wie groß der Scheiß ist. What the fuck? Aber ganz ehrlich, mega geil. Und der ganze Scheiß geht natürlich oben wieder zusammen. Ne? Und wie machen wir den Input oben? Also den, beziehungsweise Output, aber halt den Input für die Züge. Ich habe genauso hier unten einfach nur umgedreht, oder?
Ja, ich mache das schon, glaube ich, genauso. Jetzt können wir direkt auch noch den nächsten Part. Wir müssen natürlich die Züge auch noch anplanen. Boah, ich könnte Tage nicht verbringen, ohne langweilig zu werden, ne? Das ist so brutal. Weil hier, die Fläche wird jetzt genutzt, um die Züge ja noch zu setzen. Weil, da kommt jetzt noch die ganze Warteschlange dazu. Da brauchen wir die Landaufschüttung für. So, da kommt noch der Scheiß hin. Zack, zack. Die kommt weg.